Ja, hallo Leute, wir haben es 12:49 Uhr, wir sehen eine wunderschöne Werbung von einem nicht ganz so schönen Mercedes. Und ich habe mir gedacht, kläre ich mal, wie man StarCraft macht. Das Ganze hat ein bisschen mehr Hintergrund. Unser TS geht vor allem nicht und ich habe Zeit, sage ich mal so. Und ich erkläre euch erstmal, wo wir StarCraft erstmal so kostenlos herbekommen können. Und zwar auf trystarcraft.com, kann man sich ganz easy merken. Das führt einen dann weiter zu dieser Internetseite. Da kann man StarCraft kostenlos spielen. Das ist alles offiziell vom Battle.net gemacht, also vom Blizzard. Das ist quasi eine Art Demo-Version. Bloß, dass es halt Start-Edition heißt, genau. Hier drauf kann man die ersten vier Missionen der Kampagne sehen, die ich halt auch schon Let's Played habe. Unter anderem hat man hier allerdings auch noch den Multiplayer. Natürlich hat man da auch nicht alles zur Verfügung. Man kann bloß Terraner spielen. Und man hat nicht alle Maps zur Verfügung. Ist aber alles in allem eine ziemlich geile Sache, weil es ja doch kostenlos ist. Und viele Freunde von mir haben auch sich hier ihren Battle.net-Account gemacht und zocken halt mit mir gerne mal die Start-Edition. Macht ganz gut Spaß, die ganze Sache. Zwei davon haben es allerdings nicht hingekriegt, wegen Mimimi, Download 2 Jahre und so. Ja, und deswegen habe ich denen halt die CD gegeben. Anderen zwei haben es hingekriegt. Naja, liegt vielleicht auch an der Verbindung. Jo, jedenfalls kann man sich hier StarCraft holen und ja. Ich erkläre mal weiter, wie es geht, wenn wir in-game sind. Weil da kann ich. Na, ich muss aber die Aufnahme beenden, weil ich das noch mit Camtasia aufnehme und in-game kann ich dann mit Fraps aufnehmen. So, nun haben wir es geschafft, StarCraft zu installieren. Und befinden uns nun in etwa diesem Bildschirm, zumindest nachdem wir uns eingeloggt haben, befinden wir uns in diesem Bildschirm. Hier sehen wir noch Kampagne, je nachdem wie weit man in der Kampagne ist. Ich habe hier ein bisschen weiter gezockt von der Let's Play Kampagne. Vielleicht werde ich das auch noch weiter Let's Playen, vielleicht auch nicht. Ich sag mal so, ich halte mir da erstmal ein bisschen was. Ich sag mal so, ich bin da relativ spontan. Man hat ja wieder so spontane Eingebungen, wenn man einfach Bock drauf hat, irgendwas zu Let's Playen. So, jedenfalls, wenn man die Kampagne ein bisschen angezockt hat, ja, okay, wohl alles schön und gut. Kommt man irgendwann auf die Idee, ja, könnte ja mal auch sein eigenes Imperium aufbauen. Und dann fühlt sich halt so gegen KI spielen, ne? Weil die richtigen Spieler will man nicht, da lost man eh ab. Und ja. Die Startedition übrigens, Timon wird sie sich auch holen, weil er gesagt hat, dass so das Wichtigste mit drauf, was man als Wissen braucht. Halt auch, was man so zocken kann, weil er will ja noch ein 1 vs 1 mit Max machen und so. Und ich soll das dann irgendwie nochmal kommentieren und Stuff like that. Und deswegen spart er sich lieber die 50 Euro. Naja, gut, mittlerweile sind es ja ein bisschen weniger geworden. Jedenfalls spart er sich das Geld und holt sich dafür gleich den nächsten Teil HOTS. Weil StarCraft, das ist so aufgeteilt, dass man drei Parts hat. Einmal Wings of Liberty ist der erste Part und der zweite Part wird dann HOTS sein. Heart of the Swarm mit den Zerg-Kampagnen. Wie man ja schon aus dem Namen raushört. Bei mir dauert das immer allerdings ewig, bis hier das gegen KI geladen ist. Es laggt auch gerade ein bisschen, wie ich bei Fraps an den FPS sehe. Bei mir regnet's. Währenddessen vielleicht Optionen schon mal einstellen. Ja, das geht ganz gut. So, ja, ich keine Ahnung, ob ihr das so kennt. Wenn ich irgendein Spiel anfange, ne, ich schaue erstmal sofort bei den Optionen. Ja, egal was ich zuerst mache, erstmal Optionen checken. So, hier kann man natürlich so tolle Sachen machen. Also grafikmäßig alles da einstellen. Vorteilhaft ist natürlich wie bei jedem Strategiespiel eine möglichst hohe Auflösung zu haben. Bei mir geht das nicht, weil mein Bildschirm noch zu klein ist. Wird sich aber ändern. Ja, Sound kann man einstellen, wie man will. Das ist auch alles relativ pillepalle. Man sollte allerdings gewisse Geräusche anlassen. Und ja. Wichtiger wird es allerdings erst beim Gameplay. Weil da gibt es so wichtige Sachen, zum Beispiel Status leisten. Nur immer anzeigen oder nicht anzeigen. Oder halt nur die Einheiten, die man ausgewählt hat, anzeigen. So Statusleisten, das sind so wie viel Hitpoints, wie viel Schild und wie viel Energie die einzelnen Einheiten noch haben. Es ist sehr wichtig, das sollte man eigentlich immer anhaben. Dann noch Flugpositionsanzeige. Habe ich
die ganze Zeit lang ausgelassen, bis ich mal gemerkt habe, wenn man das anlässt, das ist viel nicer, wenn man so, keine Ahnung. Man sieht halt, wo genau sich diese Flugeinheiten befinden, weil die ist ja alles ein bisschen dreidimensional gemacht, da streamen die Flugeinheiten immer ein bisschen höher, aber der genaue Punkt auf dem Boden wird dann halt dadurch angezeigt. Sollte man eigentlich auch immer anlassen. Intelligentes Kameraschwenken. Aha. Das ist relativ unwichtig, glaube ich. Rasterbau sollte man auch anzeigen lassen, weil dann sieht man, wie die Gebäude, also kann man hier auch nachlesen, wie die Gebäude die Bewegung der Einheiten behindern und einschränken. Das kann man machen, wie man will, ne? Ja, was gibt's noch? Replays speichern. Viele sagen, man sollte sich alle Replays speichern. Ich speichere nur die ich wirklich gut finde. Steuerungsgruppen normal. Das ist relativ unwichtig. Alarmanzeigen ist wichtig. Spielzeit sollte man sich auch anzeigen. Bei irgendeinem Patch kam halt, dass man die Spielzeit nicht mehr sieht. Das ist oben links auf der Minimap. Und alle haben sich beschwert, hey, wieso kann ich das nicht mehr sehen? Und warum konnte ich das nicht mehr sehen? Ja, ich habe halt wieder eingestellt, weil es ist halt auch wichtig. Und ja, und das ist auch noch ganz, ganz wichtig. Also, damit kann man sehr gut die Hotkeys lernen. Wenn man sich die Hotkeys anzeigt im Befehlsfeld, dann sieht man halt immer unten rechts, welche Taste man drücken muss, um welches Dings zu machen. Ich habe mir am Anfang immer versucht, die Hotkeys einzuprägen. Gleich von Anfang an immer mit Hotkeys spielen. Das ist dann relativ gut gegangen. Ich wusste immer, was ich wann zu drücken habe. Irgendwann habe ich es dann wieder gelassen, habe nur noch mit Maus gezockt. Mittlerweile zocke ich wieder mit Hotkeys und konnte halt wirklich schon alle wieder auswendig, so dass sich das Ganze dann ziemlich gut erwies. So, nun stellen wir uns vor der ersten Frage, welche Map spielen wir? Hier sind viele Fun-Maps dabei, ist allerdings immer weniger zur Sache. Da als erstes sollte eigentlich diese Map auftauchen, Asche zu Asche. Ich finde die Map eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ansonsten gibt es halt noch eine Menge anderer Maps, wo man üben kann. Zu empfehlen tue ich natürlich auch Zelnager Caverns. Das ist aber nicht die Blizzard-Version ist weiter unten. Wo haben wir sie? Müsste Zelnager Höhlen auf Deutsch heißen. Jo, da haben wir sie. Hier sieht man auch dieses Zeichen, dass es auch mit Stadtedition spielbar ist. Weil auf der Map, da wird sehr, sehr häufig gespielt und man kann sich dort halt sehr, sehr viele standardmäßige Szenarien machen. Ich finde die, also es ist halt einfach allgemein eine sehr gute Standard-Map von StarCraft 2. Wir nehmen die mal. Nun kommen wir vor der nächsten Frage. Welche Farbe nehmen wir? Ja, also ich nehme fast immer Türkis. Hier nehmen wir meinetwegen Gelb. So, okay. Wenn das geklärt ist, ja. Kommen wir zu den nächsten Fragen. Erstmal die KI-Stärke. Wollen wir gegen eine sehr leichte oder eine leichte KI? Also ich sag mal so, die sehr leichte ist ein schlechter Witz. Meiner Meinung nach, da kann man fast gar nicht gegen verlieren. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man dagegen verlieren sollte. Deswegen ist die leichte KI am Anfang halt wirklich die erste kleine Herausforderung. So. Dann noch verschiedene Sachen wie Kategorie, Standard, Benutzer definiert. Spielt bei der Map keine Rolle. Kann man einstellen 1 vs 1. Bei anderen Maps geht auch 2 vs 2 und mehr. Na gut, 2 vs 2 meistens. Spieltempo. Ja, also ich sag mal so langsamer und langsam. Das ist eher so... Ja, so schachmäßig. Ja, so... zum Einschlafen. Und ich würde sagen, wenn man erstmal übt, dann sollte man mindestens auf normal anfangen, weil darunter macht keinen Sinn. Viele sagen auch, man sollte gleich von Anfang an auf schneller sein, wenn man sich die jetzt die falsche Geschwindigkeit angewöhnt. Aber ich finde es okay, wenn man auf normal anfängt, so die ersten 4-5 Spiele, damit man erstmal seine Rasse kennenlernt. Man kann natürlich auch gleich auf schnell anfangen, die Übungsliga ist auch auf schnell. Viele sagen, soll man überspringen, weil man halt gegen so gewisse Sachen in der Ladder halt stirbt. Das nennt man übrigens Ladder, wenn man im Multiplayer halt sich so Liga-platzierungsmäßig spielt. Das zeige ich jetzt nicht, weil sonst wieder dauert es wieder ewig, bis man gegen die KI spielen kann. Aber ich fand die Übungsliga persönlich sehr gut, um zu lernen, wie man mit dem Gegner agiert. Also würde ich empfehle gleich von Anfang an auf schnell. Man kann mal machen, wie man will. Man kann natürlich auch auf normal machen am Anfang. So, und nun kommen wir zu der wichtigsten Frage, ne? Welche Rasse nehme ich denn? Wir haben hier drei zur Auswahl, die Terraner, die Zerg und die Protoss. Und ja, bei denen, die die Starter-Edition verwenden, die haben halt nur die Terraner. Da ist die Frage natürlich sehr easy geklärt.
Und bei den anderen beiden müssen sie sich überlegen. Dazu werde ich gleich noch was zeigen. Und die Protoss haben halt meistens eher langsame, aber sehr starke Einheiten. Ja, da kennt man schon von der ersten Einheit an die verschiedenen Rassen. Das Ganze kann man dann hinaufziehen bis zu den 3 Einheiten. Da haben wir bei den Terraner den Tor. Sie sind auf dem Boden nicht schlecht, sag ich mal. Aber ihre Hauptaufgabe ist halt, Lufteinheiten abzuwehren, wie zum Beispiel Mutalisten. Ich kann auch mal ungefähr zeigen, wie das aussieht, weil sie haben einen Luftangriff, der Splash-Schaden macht. Weil die Mutas hier zum Beispiel so stacken, dann würgen die halt übelst den Schaden raus. Bei dem Protoss haben wir die Kolossi. Sie haben den Splash-Angriff auf Bodeneinheiten. Sind allerdings aufgrund ihrer Größe ziemlich problematisch gegen Lufteinheiten zu spielen, weil Luftabwehreinheiten wie zum Beispiel Vikings können Kolossi einfach nur so abschießen. Das sind aber sehr, sehr starke Einheiten gegen Boden. Vor allem gegen Biosupply, biologisch. Machen zwar keinen extra Schaden gegen, aber sie sind einfach geil dagegen. Man sieht das auch. Aber sobald Lufteinheiten kommen, ist es für die halt auch Ende im Gelände. Weil da können sie halt absolut gar nichts gegen machen. Das funktioniert ziemlich gut. Wenn es wieder hohe Einheiten sind. Naja gut, es hat ja keine Hitpoints mehr. Aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus wollte. Bei den Zerg ist die T3-Einheit der Ultralisk. Diese Einheiten räumen auch ziemlich viel ab, möchte ich meinen. Sie dienen aber hauptsächlich als Tank, weil wenn man hier nochmal sieht, die haben 3 Rüstungen. Da ist ihr kleines Upgrade mit drin. Ich weiß gar nicht, wie heißt das. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auf Englisch Citinius Plating heißt. Und wenn man sie voll upgradet, haben sie 6 Rüstungen. Wenn man sich mal so anschaut, ein Marine, der macht 6 Schaden. Und durch jede Rüstung wird ein Schaden wieder abgezogen. Das heißt, die Marines würden dann gar keinen Schaden mehr machen. Theoretisch. Praktisch gibt es allerdings eine Untergrenze, und zwar das sind 0,5 Schaden. Das heißt, ein Marine wird immer 0,5 Schaden machen. Auch wenn diese Riesenviecher halt ein bisschen mehr Rüstung haben. Die sind ziemlich stark gegen Terraner, weil alles, was der Terraner hat, guten Schaden gegen gepanzert macht. Passiert auch mit den Neutralisten ziemlich viel Schaden. Die Marines, die halt nicht so viel Schaden passieren, machen halt extra viel Schaden. Gegen Protoss sieht man sie eher selten bis gar nicht. Ich finde sie auch nicht besonders stark gegen Protoss. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich wollte ja noch auf die verschiedenen Einheitenkompositionen eingehen. Beim Protoss ist es meistens Gate-Units und irgendwas, was mit großen Massen an Einheiten dealen kann, zum Beispiel Kolossi. Wie wir gesehen haben, die halt ziemlich stark gegen die Marines schon sind. Gegen Lufteinheiten hat man als Protoss weniger Probleme. Ja, doch eigentlich schon, weil man halt da die Kolossi nicht hat. Aber es ist auch alles handelbar. Bei Zerg gibt es meistens alle möglichen Kombinationen. Ich habe schon so wirklich alles schon gesehen. Aber gegen Protoss wird meistens Roaches gespielt. Gegen Zerg kommen halt am Anfang Zerglinge, dann Banelinge, dann Roaches. Die halt sowohl Zerglinge als auch Banelinge kontern. Und irgendwann wird dann halt getecht auf teure Einheiten. Und gegen Terraner spielt man halt meistens Banelinge und Zerglinge und ganz gerne auch mal Mutas. Ja, und bei den Terranern ist das ein bisschen komplizierter. Da gibt es unter anderem einmal das Bioplay mit vielen Marauders und Marines. Es wird quasi immer gegen Protoss gespielt, weil das macht alles Single-Touch-Damage und Protoss, wie gesagt, nicht so viele Einheiten haben. Deshalb sitzt das Focus-Fire grundsätzlich einfach besser.
Und die zweite, ja, und dazu noch Medivex. Ganz wichtig, Medivex. Wenn der Gegner Kolosser hat, dann werden halt noch ein paar Vikings geaddet. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Protoss-Spieler mit Massen von Einheiten klarkommen, und zwar die Templer. Da kann man auch ein paar Ghosts mit reinbringen, dann kommt das Ganze so mehr oder weniger darauf an, wer das bessere Micro hat. Und ja. Dann gibt es natürlich noch die etwas, wie soll ich sagen, stärkere Army mit den mechanischen Einheiten aus der Fabrik. Da haben wir natürlich einmal die Tors, die wir schon kennen, dann auch die Belagerungspanzer. Die kann man in einem Siege-Mode versetzen, ich zeige das nachher. Dann noch die Hellions als, sag mal so, günstige Anti-Infanterie-Einheit, die auch noch ziemlich schnell ist. Und natürlich gibt es noch Air-Support, je nachdem, was man halt braucht. Ein paar Vikings oder sowas. Aber grundsätzlich gibt es halt eher Bodeneinheiten aus der Fabrik. Und ja, man sieht, die Vorteile dieser Army sind vor allem die Stärke. Ich zeige erstmal die Vorteile dieser Army, das macht mehr Sinn. Und zwar sind wir ziemlich mobil. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Stimpack einzusetzen, dadurch sind wir ziemlich schnell. Und können währenddessen auch schneller schießen. Währenddessen können unsere Medivacs uns wieder hochheilen. Das macht man eigentlich immer. Halt Medivacs mit Bio-Einheiten spielen, macht halt am meisten Sinn. Das ist eine Synergie an sich, ne? So, und dann gibt's halt hier noch den Metal. Ja, wie soll ich das jetzt Ding jetzt nennen? Also ein bisschen viele Vikings dabei, aber ist egal. Da sind wir nicht ganz so mobil. Wir haben zwar die schnellen Hellions. Die sind allerdings nicht mehr besonders stark. Jedenfalls nicht mehr so am Ende des Spiels. Und natürlich haben wir noch die Tanks. Die können zwar so nichts reißen, aber wir können sie in den Siege-Mode setzen. Dadurch sind sie unbeweglich. Bisschen wie die Treeböcker aus Age of Empire. Haben dadurch eine ziemlich große Reichweite. Das ist hier die Reichweite der Tanks. Und machen Splash-Damage. Schießen dafür aber langsamer. Wodurch sie insgesamt weniger Schaden machen, aber halt an mehreren Einheiten. Und sie haben halt die größere Reichweite. Das ist auch sehr wichtig. Dann haben wir noch die Banshees. Ja, die können sich tarnen. Damit kann man ein bisschen Gegner stressen, wenn man will. So hier. Und die Gegner kann nichts dagegen machen. Beziehungsweise ohne Detection kann er nichts machen. Detection ist das, was unsichtbare und eingegrabene Einheiten aufdeckt. Dann haben wir noch den Raven, der ist, stellt einen netten Support dar. Mit dem kann man unsichtbare Einheiten zum Beispiel aufdecken. Unter anderem kann man auch so tolle Sachen wie Point Defense Drones schmeißen und andere tolle Geschichten. Die Vikings sind eine gute Luftabwehreinheit. Und was die Vikings nicht schaffen, das wird von den Tors geregelt. So, der große Vorteil ist natürlich, die Tors sind halt auch nicht gerade der schnellsten, wie man sieht. Der große Vorteil dieser Armee ist halt, dass sie sehr schnell ist. Die Tanks machen halt wirklich ihren Job. Das kann man hier auch wunderbar sehen, wenn wir diesen Bioball da mal reinrennen lassen. Das ist sehr gut. Die Einheiten haben zwar ziemliche Probleme. Ende gewinnt sie doch. So, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel die ganze Geschichte gekostet hat, hier haben wir, sind wir bei ungefähr 5000 Mineralien und hier ungefähr bei 4000 und ein bisschen Gas, ein bisschen mehr Gas. Die ganze Sache ist halt viel gaslastiger, was halt auch sehr wichtig ist, man muss halt hier scouten, was der Gegner baut, weil man kann ja halt keine Hellion zum Beispiel gegen Roaches von den Zerg kämpfen lassen, das geht halt echt nicht. Bei Bio ist das so eine Sache. Alles, was der Marauder kontert, wird vom Marine gekontert und andersrum. Ein paar Ausnahmen gibt es da, wie zum Beispiel Kolossai oder zum Beispiel auch Infestoren sind ziemlich stark gegen dieses Bioplay. Man kann natürlich auch Einheiten mischen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man zum Beispiel Marine Tank spielen kann. Es wird sehr gerne auch im PvZ gemacht, dass man halt die Vorteile von beiden Einheiten kombiniert, zum Beispiel die Mobilität der Marines und die Stärke der Tanks. Aber es hat halt den Nachteil, dass man verschiedene Upgrades braucht, weil die Marines leben von Infanterie-Upgrades und die Tanks leben von, wie heißen die? Fahrzeugwaffen heißen sie, genau. Fahrzeugwaffen.
Und dann gibt es natürlich noch die Lufteinheiten, die Lebensform. Ich lese mir das jetzt mal durch. Ja, Fahrzeugwaffen und hier gibt es Schiffswaffen und das ist die Infanteriewaffen, genau. Deswegen hat man als Terraner halt drei verschiedene Einheitengruppen mit drei verschiedenen Upgrades. Muss man sich ein bisschen entscheiden, was man spielt. Und ja, bei den anderen Einheiten sieht es ein bisschen anders aus. Bei den Protoss hat man einmal für Bodenwaffen und einmal für Luftwaffen. Und dann haben wir noch die Schilde, die gelten für alle Protoss-Einheiten und auch für die Gebäude. Sind aber natürlich ein bisschen teurer vom Upgrade her, sieht man hier auch. Bei den Zergs ist das ähnlich, sag ich mal. Da gibt es halt keine Schilde, sondern hier gibt es Bodenpanzerung. Und es gibt dafür aber einen Unterschied zwischen Fernkampfwaffen und Nahkampfwaffen. Und natürlich die Flugwaffen sind auch wieder, also die Flugupgrades sind auch wieder einzeln gemacht. Erfüllt alles in allem noch einen, also alles in allem erfüllt das noch seinen Zweck. Und ja, ich glaube, das war auch so gut wie alles, was man wissen muss. Noch nicht so ganz, würde ich sagen. Bei Zerg gibt es... Warte, ich zeig das mal. Das ist die falsche Farbe, ne? Zerg gibt es... Das Ding ist doch echt so ewig, ne? Options... Zerg gibt es halt die Möglichkeit, diese Hatches zu bauen. In denen können wir Queens bauen. Und dann sieht man halt hier diesen... Warte, ich starte mal das Game. So, dann sieht man halt hier diesen grauen Schleim, würde ich mal so sagen, der auf der Map halt immer lila aussieht. Diese Einheit bewegen sich die Zerg-Einheiten schneller, was man den eindeutig sehen kann. Die Queen hat die Möglichkeit, diesen ein bisschen zu verbreiten, indem sie einen Tumor setzt. Das geht natürlich nicht so schnell, das ist natürlich jetzt hier alles aufgrund der Map so schnell. So, und mit diesem Tumor kann man dann halt nach und nach voranschreiten. Und man hat somit quasi einen ziemlichen Heimvorteil, den man als Zerg auch braucht. Und bei Zerg gibt es noch was Besonderes, und zwar die Larvenmechanik. Zerg Einheiten und Zerg Arbeiter kommen beide aus demselben Gebäude, und zwar aus den Brutstätten. Diese produzieren Larven, wie schon gesagt, und man kann aus ihnen sowohl Arbeiter als auch Einheiten bauen, beziehungsweise man muss sogar aus ihnen Arbeiter und Einheiten bauen. Und ja, man muss ja als Zerg entscheiden, was will man. Will man Arbeiter oder will man ein paar Zerglinge? Da gibt es noch die Queen, die hat die Möglichkeit, hier einmal so drauf zu rotzen. Und dann entstehen irgendwann vier neue Larven. Irgendwann halt. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Zwei, das sind jetzt die ganz normalen, die von der Brutstätte automatisch gekommen wären. Ich glaube, die produzieren irgendwie alle 20 Sekunden... Ich glaube, alle 20 Sekunden eine Larve war das. Genau, und jetzt sind die Larven von der Queen fertig. Das könnte man nochmal... Injecten heißt das. Und man hat hier halt mehr Larven zur Verfügung. Bei allen anderen Rassen ist das schon, wie man bei meinem Let's Play gesehen hat. Bei den Terranern ist das... Oh, warte, ich zeig das nochmal einzeln. Clear, alles weg. Wieder blue. Bei den Terranern ist das halt ziemlich simpel. Da haben wir halt die Kaserne. Die haben wir schon beim Let's Play gesehen, da kann man... Marines draus pumpen, kann man Techler branschrauben, dann kann man auch Marauder rausholen oder Rächer oder Ghost. Dann gibt es hier noch bei verbesserten Gebäuden noch mehr, da haben wir noch die Fabrik und den Starport. Aus diesen können wir mechanische Einheiten holen, zum Beispiel auch die Medivacs, die unsere Einheiten heilen, wenn wir das Stimpack genutzt haben. Und das ist ziemlich schnell, oder? Hier haben wir halt wieder die Möglichkeit, entweder ein Tech Lab oder einen Reaktor zu bauen. Mit dem Reaktor können wir halt naja, zwei Einheiten gleichzeitig produzieren. Man kennt das ja, wie hier bei den Marines halt. Die einfachen Einheiten, die kann man halt gleichzeitig produzieren. Bei den anderen Einheiten braucht man natürlich einen Tech Lab. Und diesen Tech Labs kann man auch Sachen erforschen, wenn wir das nicht schon längst hätten.
Beispiel hier wie gesagt das Stimpack oder das Blue Flame Upgrade für die Hellions, wodurch sie mehr Schaden gegen leichte Einheiten verursachen. Und ja, das ist halt ziemlich simpel, so wie man das bei den meisten Strategiespielen kennt. Man gibt was im Bau, es wird dann hier fertig gemacht. Wenn man das wieder einstellt, ich mach das jetzt. So. Und, naja, man sieht das hier auch nicht, ne? Bisschen ärgerlich. Aber kann man nicht ändern. Dann haben wir noch die Protoss. Bei denen ist das Ganze wieder ein bisschen komplizierter. Zum einen können sie nicht überall bauen, wo sie wollen. Sie brauchen erstmal Pylonen. Ich glaube, das habe ich in meinem Let's Play auch erwähnt. Das ist ein kleiner Nachteil. Bei den Zerg übrigens kann man auch nicht überall hinbauen, sondern man kann bloß auf diesen Schleim bauen, diesen Kriecher. Zu Englisch natürlich Creep. Jetzt nervt das wieder, wenn man das Ding angestellt hat. So, die haben zum einen natürlich die normalen Gate Race, das ist, kann man mit einer Kaserne vergleichen in etwa. Dann haben wir noch die Roboterfabrik, dass man erstmal eine Fabrik gleichsetzen kann, und das Starport. So, wenn das dann irgendwann mal fertig ist hier alles. Das muss ich auch gleich den Kybernetik hier machen. War falsche Farbe wieder mal. Ah, I see. Bei den Protoss kann man am Anfang natürlich mit den Gates so ganz normal, so als wenn es eine Kaserne wäre. Ich glaube da und da werden sie gebaut, genau. Die beiden Berserker. Allerdings kann man bei Protoss, wenn man das hier erforscht hat. Meine Güte, ist das nervig. So, kann man nämlich die Gates hier aufklappen. Forschung abgeschlossen. Das Ganze sieht dann so aus. Und man kann diese Einheiten, die man bauen will, jetzt einfach quasi überall hinbauen. Innerhalb von 5 Sekunden, bis der Pylon da ist. Also, überall wo Pylonen sind, kann ich diese Einheiten hineinwarpen. Danach beginnt eine Abklingzeit und dann kann man die nächsten Einheiten reinwarpen, quasi genau andersrum. Bei den Terranern ist das so, du gibst eine Einheit in Auftrag, dann beginnt sie zu bauen und wenn die Zeit fertig ist, dann bekommst du diese Einheit. Bei Protoss ist das so mit diesen Warp Gates, dass wir die Einheiten bauen können, wann wir sie brauchen und dass dann erst die Zeit abgezogen wird. Die Rohstoffe muss man trotzdem während des Bauens bezahlen. Also das bleibt einem nicht erspart. Ist aber auch ganz okay so. Bei den anderen... Ist das jetzt an oder aus? Instant Build, Instant Research, auf. Bei den anderen beiden Gebäuden, der Roboterfabrik, muss man die Einheiten trotzdem noch so ganz normal bauen. Beim Starport natürlich auch. Dafür hat der Protoss allerdings ein kleines... Eine kleine Ability. Das ist ein bisschen nervig. Aber naja, wie soll man es sonst machen, ne? So. Und zwar, diese Ability nennt sich Chrono Boost. Dadurch kann sie dafür sorgen, dass Gebäude schneller funktionieren. Und die Einheiten schneller gebaut werden. Sieht man halt jetzt eher weniger gut. So, und das läuft nach 20 Sekunden aus, da muss man den wieder Chrono boosten. Also ziemlich praktische Sache. Und ja. Ich glaube, das war's dann jetzt für deine... Ich glaube, ich wollte noch was zu Terranern sagen. Die Terraner haben die Möglichkeit, dass sie überall ihre Gebäude hinbauen können. Wie man hier halt auch sieht. Das hat jetzt weniger zur Sache. So. Dann... Warte, ich baue erstmal ein bisschen was auf. Überstunden.
Erweiterung fertiggestellt. Unser Gegner nehmen wir mal ein paar Zellengänger. So. Bei Terraner haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, um defensiv zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel einmal die Bunker, die man auch aus der Kampagne kennt. Die uns davor schützen, dass wir ein paar Zerklinge uns niedermachen. Wie man hier schön sieht. Dann haben wir noch die planetare Festung. Man kann sich als Terraner entscheiden, ob man eine Satellitenzentrale oder eine planetare Festung aus seiner Kommandozentrale baut. Die Satellitenzentrale ermöglicht einen, dass man Mules callen kann. Diese geben einem ein wunderschönes Income bei den Mineralien. Und man hat noch die Möglichkeit des Scans. Diese ist sehr, sehr wichtig. Allerdings gibt es in StarCraft sehr, sehr viele Spots, die man verteidigen möchte. Und da wäre so eine planetare Festung halt auch ziemlich awesome. Man kann ja nicht überall sein mit seinen Truppen. Und diese planetare Festung hält nicht nur viel aus, sondern teilt auch ein bisschen was aus. Wie man hier gut sieht. Ja, jetzt am Kopf. Das war auch noch Splash. Und die dritte Ability, die ich noch zeigen wollte, wären die Siege Tanks. Die halt, wenn gesiegt sind, auch eine ziemlich starke Verteidigung bilden. Als Terraner kann man sich ziemlich gut eintörteln und eine große Armee aufbauen. Was halt wieder dieses Magplay ziemlich verstärkt. Und das letzte, was es noch gibt zu sagen, ist halt die verschiedenen Arten von Cannons. Die Protoss-Kanonen sind insgesamt die schwächsten. Sie machen nur 20 Schaden, schießen alle 1,275 Sekunden. Können dafür allerdings Boden und Luft angreifen. Veteraner und Zerg, hat das nicht mehr? Nein. Sieht das ein bisschen anders aus. Ist das da abgeschossen? So. Ist egal. Ich will einfach bloß das Ding zeigen. Dieser hingegen hat 400 Hitpoints. Macht allerdings dementsprechend etwas weniger Schaden. Boris hat kombiniert die Schwäche von beiden, kann aber dafür Boden angreifen. Das ist so das, was ich noch sagen wollte. Ja, und jetzt kennen wir schon mal die Unterschiede zwischen den Rassen. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt eine aussuchen. Wenn ihr immer noch keinen Plan habt, was ihr spielen wollt. Oh Gott, habe ich da gerade 40 Minuten geredet? Ja, wenn ihr immer noch keinen Plan habt, was ihr spielen sollt, empfehle ich euch einfach mal 10 1 vs 1 zu machen. Und damit, womit ihr die meisten Siege einfährt oder womit euch am besten klarkommt, die Rasse nehmt ihr dann. Das hat bei uns im TS Thomas letztes Mal gemacht. Der hat sich dann letztendlich doch für Terraner entschieden. Spielt zwar jetzt auch Zerg, ziemlich erfolgreich. Aber, naja, mal sehen, wohin das führt. Auf jeden Fall weiß er, dass Protoss nichts für ihn ist, auch wenn sein Blink-Micro nicht allzu schlecht ist. So, nachdem wir all diese schwierigen Hürden bestanden haben, müssen wir wieder ewig und 3 Tage lang warten, bis das Gegen-KI-Fenster fertig ist. Ach ja. Wenn man die Start-Edition natürlich genommen hat, dann ist das natürlich keine Frage, dann kann man halt bloß Terraner spielen. Die meisten Anfänger entscheiden sich auch Terraner, weil sie das von der Kampagne her kennen. Viele nehmen auch Protoss wegen dieses Reinwarpens von Pylonen und vor allem auch wegen dem Gebäudebau. Das finden viele Spieler ziemlich gut und naja. Halt auch ziemlich anfängerfreundlich. Zerg wird halt eher selten von Anfängern genommen, aber ich sag mal so, wenn man von Anfang an Zerg spielt, dann spielt man von Anfang an auch ziemlich schnell gut. So. Nehmen wir Zelnaga Caverns. Wo haben wir sie? Da ist sie. Nun können wir endlich auch alle Einstellungen zeigen. Und zwar, welche Rasse wir nehmen wollen. Wir nehmen mal Terraner. Welche Farbe wir nehmen wollen. Wir nehmen mal Türkis. Wieder gelb. Ich nehme mal Orange. Unsere KI stellen wir auf leicht. Unser Spieltempo wissen wir auch. Entweder die ersten 4-5 Runden normal.
Oder man spielt halt gleich auf schnell. Man kann meinetwegen auch gleich auf schneller, aber man sollte erstmal ein bisschen üben, finde ich. So, 1 versus 1 ist klar. Fester Janssen, naja, sowas von. Und dann könnte man quasi ein Spiel starten. Das hier übrigens ist Handicap. Da kann man einstellen, wie viele Hitpoints die Einheiten haben sollen. Man lässt es eigentlich immer so auf 100-100. Es sei denn, man spielt halt gegeneinander und der eine ist halt wirklich ziemlich stark schlecht. Da kann man es ruhig ein bisschen runtersetzen. So, und dann können wir das Spiel starten. So, nun starten wir das Spiel und denken uns, OMG, was mache ich jetzt? So, man sieht natürlich jetzt hier, wir haben jetzt unsere faulen Arbeiter. Die schickt man am besten gleich mal zur Arbeit. Dann haben wir unsere Kommandozentrale und 50 Mineralien. Gott, es leckt. Diese geben wir sofort aus für den WBF, so schnell wie wir können. Denn es gibt ein paar gewisse Regeln, wonach man StarCraft spielen sollte, wenn man erfolgreich sein will. Und zwar, Regel Nummer 1 ist, Gebäude, die man hat, nutzen. Momentan haben wir bloß die Kommandozentrale, also nutzen wir diese. Regel Nummer 2 ist Geld ausgeben. Das trifft sich mit Regel Nummer 1 ziemlich gut. Und was gab's noch? Regel Nummer 3 wäre Supply Blocks zu vermeiden. Das haben wir, glaube ich, mal in Let's Play auch ein oder zweimal gesehen. Dass wir hier oben... Also wenn das voll von voll ist, dann können wir keine weiteren Einheiten bauen. Wir müssen erstmal ein Supply Depot bauen. Das bauen wir normalerweise bei 10, aber weil wir am Anfang ein bisschen langsam waren, können wir das jetzt bei 9 bauen. Spielt aber keine so große Rolle. Und sorgen dafür, dass unsere Kommandozentrale genutzt wird. Einen kleinen Tipp gebe ich euch noch. Auf jeden Fall Shift benutzen. Weil dann kann man Befehlsketten bauen. Das ist halt so die wichtigste Taste überhaupt hier in diesem Spiel. Das zweite wäre halt, Steuerungsgruppen zu machen. Ich zum Beispiel lege meine Kommandozentrale immer auf 1. Und wenn ich 1 drücke, bin ich bei meiner Kommandozentrale. So, sobald wir wieder genug Geld haben, müssen wir das ausgeben für eine Kaserne. Die lege ich mir meistens auf 2. Und auf 5. Weil später, wenn ich Terraner spiele, dann mache ich auf 2 meistens die planetaren Festungen, damit ich die hier Satellitenzentralen habe und da die planetaren Festungen. Und auf 5 kann ich dann die Kasernen lassen. Weil ich spiele halt nicht so Bio, ich spiele halt auch eher Metal oder Mac. So, wir müssen unser Geld ausgeben. Könnte man zum Beispiel noch ein Depot bauen. Ging's her, baut man die Depots übrigens hier vorne hin und da vorne und hier in der Mitte dann die Kaserne, damit er nicht reinkommt. Nur mal so als kleiner Tipp. Will ich auch zeigen können. So, Gebäude nutzen, Geld ausgeben. Sag mal so, wenn man über 1000 Mineralien hat, dann hat man irgendwo was falsch gemacht. So, natürlich wollen wir nicht nur Arbeiter haben, weil wir brauchen auch noch was zum Kämpfen. Deshalb sage ich euch mal ungefähr, welche Arbeiterzahl man pro Basis braucht. Hier pro Minerallinie passen haargenau. Also pro Mineralblock kann man... Warte, jetzt muss erstmal ein bisschen bauen, ja? Pro Mineralblock können 3 WBFs arbeiten. Optimal ist allerdings, wenn 2 Stück arbeiten. Das würde quasi 16 bedeuten. Das gleiche gilt fürs Gas. Pro Gas 3 Arbeiter. Das heißt, man bekommt in der Regel meistens sehr viel mehr Mineralien zusammen, als dass man Gas zusammen bekommt. So, unsere Linienzentrale kommt. Immer schön checken, was wir bauen. Unser Supply Depot brauchen wir noch ein bisschen. Das Terraner kann man sich merken, sobald eins fertig ist, könnte man sich das nächste bauen. Ja, wir bauen halt erstmal was. Probieren aus, was mit unserer Rasse geht, was man so spielen kann. Zum Beispiel könnte man jetzt ein paar Kasernen bauen, eine zweite Kommandozentrale. Ist natürlich kein super Anfang, den man macht, aber man probiert erstmal auf, was geht mit seiner Rasse. Danach sollte man sich überlegen, was sollte ich mit meiner Rasse spielen, gegen die jeweils andere Rasse. Und da kommt dann dieses ganze Matchup-Thinking, zum Beispiel, ich habe Marines, mein Gegner hat Zerglinge, wie konnte ich Zerglinge? Ich könnte Zerglinge kontern, indem ich Hellions baue, dafür brauche ich eine Fabrik. So, dann denkt er sich, okay, er hat Marines und Hellions, die konnte ich mit Roaches. Ja gut, dann hast du halt Marines und Hellions und er hat Roaches, dann denkst du dir, okay, und baut halt Marauder. Und das Ganze spitzt sich dann mehr oder weniger zu. Dafür können wir jetzt ein Tech Lab bauen, eine Fabrik.
Einfach mal schauen, was geht mit der Rasse. Das Radar kann man zum Beispiel auch seine zweite Basis hier in seiner ersten Basis noch bauen. Man kann anschließend hier rüberfliegen. Und ja, und so fängt man erstmal StarCraft an. So, ich habe die ganze Zeit auch immer über Makro und Micro geredet. Gott, leckt schon wieder. Ohne dass ihr erstmal wisst, worum es da geht. Also Makro ist im Grunde genommen alles, was auf der Map passiert im Endeffekt. Und Micro ist das alles, was auf dem Bildschirm passiert. In StarCraft hat sich das im Großen und Ganzen eingebürgert, dass man Makro das Bauen von Einheiten nennt. Man ist ja meistens bei seinen Einheiten, steht hier, keine Ahnung, verteidigt seine zweite Basis, wenn sie da ist. Und man kann halt nicht ständig hier raufschauen. Deswegen gibt es halt diese netten Hotkeys, die man verwenden kann. Dass man nicht über auf 1 immer das Hauptgebäude, auf 2 kommt die Kaserne. Oder die Kasernen. Wie gesagt, auf 5 halt auch. Auf 3 Fabrik. Und dann kann ich halt hier, was weiß ich, hier so kämpfen und so die Steine platt machen, wenn ich Bock drauf habe. Und kann hier halt immer Arbeiter bauen und mein Geld ausgeben. Und hier auf der Fabrik kann ich Hellions bauen. Hier Marines, Marauder. Das muss eine Kaserne noch. So, Micro. Währenddessen passiert alles in meiner Basis. Ich kann hier noch ein paar Marines reinsetzen. Kann noch ein paar Arbeiter bauen. Hier ist so eine Zentrale. So, und das ist im Grunde genommen das, worum es geht. So, da kommen so neue Einheiten. Man kann zum Beispiel auch alles hier auf so einen Sammelpunkt legen bei den Einheiten. Warte, machen wir es richtig. Ich konnte jetzt mal einfach mal den Gegner angreifen, währenddessen mal Arbeiter. Marines Marauder. Hellions. So, hier haben wir unsere Listertrale. So, hier sind unsere Dings. Jetzt müssen wir ein bisschen Micro. So, da kommt neue Gegner, die machen platt. Arbeiter bauen. Marauder Marines. Hellions werden noch 2 in der Bauschleife. Man sollte ungefähr immer so 2 in der Bauschleife haben. Nur abchecken. Natürlich sollte man auch sein Geld ausgeben, das mache ich hier gerade erstmal so gar nicht. Veteraner kann hier halt auch noch so Supply Depots runterschmeißen. So. Noch einen Hellion bauen. Marauder Marines. So. Micro. So. Abchecken. Somit kann ich hier quasi mein Makro aufziehen, also meine Einheiten bauen. Ich kann währenddessen alles sehen, was hier passiert in meinem Kampf. So, die Posts werden auch gebaut. Alles schon gut. So, hier Micro ich wieder weiter. So, da können noch ein Arbeiter sein. Marauder Marine. Hellions werden noch gebaut. So, könnten auch hier schmeißen. Und wir könnten auch abheben. Mal hier langsam drüber landen. Marauder, noch ein Hellion. Ganz simpel. So, währenddessen habe ich hier gewonnen. Und das war unser erstes Spiel gegen die leichte KI auf normal. Und wenn man sich langsam verbessert, dann kommt man irgendwann auch gegen die harte KI an auf schneller und dann ist man ungefähr bereit für den Multiplayer. Da muss man halt bloß noch lernen, wie man mit anderen Spielern agiert und das macht man meistens, wenn dann in der Übungsliga. Empfehle ich, man kann es auch überspringen. Man kann halt auch einfach hier reingehen und irgendwelche Custom-Spiele aufmachen. Gibt ja genug auf der Dings. Und ich wünsche euch da mal viel Spaß, wenn ihr StarCraft spielt. Von mir war es das erstmal, vielleicht wird da noch ein bisschen was kommen. Ich bin mir aber wie gesagt unsicher, ich mache das ziemlich spontan. Tschüss, Leute.